Diese Minecraft-Dinge würden Minecraft-Spieler niemals sagen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr niemals sagen würdet. Also ich würde natürlich niemals sagen, dass ihr das Video liken sollt, Leute. Like und Abo nicht vergessen. Was habe ich denn hier für einen unfassbar coolen Spawn? Hier ist ja gar nichts drumherum. Ich freue mich immer, wenn ich in Minecraft spawne und erstmal 30 Minuten zum Land schwimmen muss. Leute, ist das nicht geil, einfach einen Spawn irgendwo im Meer zu haben? Ich liebe es auf jeden Fall. Boah, wir sind schon mehrere Stunden hier in der Mine unterwegs und ich sehe gerade... Oh, Lava. Ey, ich wäre fast an Lava vorbeigelaufen. Ich würde sagen, wenn wir hier schon Lava haben, dann schmeiße ich nochmal kurz meine ganze Diamantrüstung und mein ganzes Diamant-Equipment rein. Boah, ich hätte da schon fast vergessen, meine ganzen Sachen dort reinzuwerfen. Richtig gut. Ey, wir sind schon so lange hier in dieser Mine unterwegs und ich finde einfach nicht meinen Lieblingsblock. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nee. Schon wieder Diamanten gefunden. Schaut euch das mal an. Wir haben hier so viele Diamanten, aber ich wollte doch eigentlich Kohle. Ich wollte mir so einen schönen Kohleblock machen. Ich wollte mir ein paar Fackeln machen. Ich brauche Kohle für meinen Ofen. Ey, schaut euch das an. Wir haben fast 16 Diamanten hier an einer Stelle. Ey, kann das nicht mal aufhören? Aber immerhin ein bisschen Kohle. Immerhin ein bisschen Kohle. Oh, ich würde so gerne meine ganzen Dias tauschen gegen Kohle. So, endlich ist mein Haus fertig. Ich mache jetzt nur einmal schnell hier die eine Wand. Aber ich würde sagen, wir lassen auf jeden Fall das Dach weg. Und wir machen auch die Tür hier auf. Also wir platzieren gar keine Tür, weil... Sonst könnten uns die Monster ja gar nicht in der Nacht töten. Das wäre richtig doof. Ich lasse das lieber so. Und Regen kann auch sofort hier reinkommen. Richtig nice. Ey, es gibt doch nichts Besseres, als wenn Creeper einfach in der Nähe explodieren. Ja, ja, komm, komm, komm. Oh nein, ich bin gar nicht gestorben. Ach Mann, ich will doch durch den Creeper sterben. Jetzt komm. Endlich. Mega cool. Jetzt kann ich ja wieder von vorne anfangen. Oh, schaut euch das mal an. Wir haben einen Mineshaft gefunden. Hier sind auf jeden Fall super viele Monster unterwegs. Und ich glaube, es ist eine echt gute Idee, unsere Diamantrüstung einfach mal abzulegen und ohne Diamantrüstung zu kämpfen. Sonst haben wir es viel zu einfach gegen Monster. Nee, ich spiele ohne Diamantrüstung, so viel besser. Oh, schaut euch das an, ein Monster-Spawner. Ey, den baue ich sofort ab und ich würde sagen, den Loot aus der Kiste, den sammle ich auf keinen Fall ein. So, einmal hier abbauen und einmal hier abbauen. Ich glaube, es ist eine echt gute Idee, wenn wir einfach alles hier anzünden. Ja, Leute, bloß nicht mitnehmen, auf keinen Fall. Nicht, dass da noch goldene OP-Äpfel drin sind oder sowas. Wie nice ist das denn? Kupferblöcke. Ey, ich habe schon die ganze Zeit nach Kupfer gesucht. Ich wollte mir aus diesen Kupfererzen nämlich Kupferblöcke machen und Blitzableiter. So nice. Dann kommen wir denn endlich an. Irgendwie dauert das hier so lange und... Hä? Och nein, wir haben ein Stronghold gefunden. Und schaut euch das an. Hier ist das Portal. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hier sind ja schon alle Enderaugen drin. Oh, das heißt, ich muss jetzt nicht erst die ganzen Enderaugen selbst craften und selbst finden. Ich liebe das doch. Warum wird mir der Spaß so weggenommen? Ich will doch nicht sofort ins End. Ich denke, es ist überhaupt nicht nervig, wenn ich die Bäume einfach nur zur Hälfte fälle. Also ich würde sagen, wir lassen immer so ein bisschen dran, damit auch möglichst viel übrig bleibt von den Bäumen. Und dass sich vielleicht auch noch ein paar andere Spieler darüber aufregen können, dass die Bäume immer so zur Hälfte herumschweben. Ich glaube, das ist überhaupt nicht nervig. Und ich glaube, das macht jeder Minecraft-Spieler. Schaut euch das mal an. Jetzt haben wir hier so super viele fliegende Bäume. Ist das nicht ein super cooler Anblick? Nach 60 Tagen Minecraft-Spielen ohne Pause bin ich endlich auf Level 618 angekommen. Ich denke mal, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, so hoch in Minecraft zu sein, das ist ja richtig nice. Oh nein, jetzt sind wir gestorben. Aber wisst ihr was? Ist ja gar nicht so schlimm. Dann sammle ich halt einfach nochmal 618 Level neu. Ich glaube, es ist eine richtig gute Idee, wenn ich mich einfach sofort nach unten herunterbaue. Ich glaube, das ist gar nicht gefährlich. Und ich hoffe einfach mal, dass wir in so einer schönen Lavagrube landen oder vielleicht an Fallschaden sterben. Boah, ich baue mich schon die ganze Zeit herunter und es kommt immer noch keine Lavagrube oder irgendwie so eine Höhle. Oh, endlich, endlich. Ey, Mann, es hat so lange gedauert. Und ich dachte schon, wir sterben nie. Ich bin im Kreativmodus und ich finde, es gibt viel zu wenige Blöcke. Boah, ich denke mal, die könnten eigentlich mal langsam wieder ein paar neue hinzufügen. Ich meine, schaut euch das mal an. So wenige? Ich weiß nicht mal, was ich damit bauen soll. Es gibt ja gefühlt fast gar keine. Boah, ich glaube, ich kaufe mal wieder eine Map auf dem Minecraft Marketplace. Aber erstmal sollte ich auf jeden Fall Münzen aufladen und... Hä?
Maximal kann ich nur 50 Euro aufladen? Ist das alles? Ach Mann, ich würde dir noch am liebsten mein ganzes Geld spenden. Nur 50 Euro, das ist doch viel zu günstig. Was? 20 Euro für einen Minecraft-Skin? Hä? Warum so günstig? Kann ich dir nicht noch irgendwie Geld schenken? Boah, endlich ist Freitag, Freunde. Und ich könnte jetzt Minecraft zocken oder ich könnte erstmal meine Hausaufgaben machen oder die Spülmaschine aufräumen oder mein Zimmer sauber machen oder ich könnte den Boden wischen. Oh nee, ich glaube, Minecraft spielen jetzt... Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, ich mache erstmal meine Hausaufgaben. Ich glaube, ich sollte mal meine Sprache wieder umstellen in Minecraft. Am besten irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wie wäre es damit? Das ist doch eine super gute Idee. Endlich weiß ich gar nicht, was hier steht. Endlich habe ich keine Ahnung, wo ich drücken soll. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Minecraft in der Ego-Perspektive spielen, da sieht man ja alles. Ich glaube, ich sollte einfach so spielen, damit ich am besten in Lava reinfliege oder keine Ahnung habe, wo ich reinlaufe. Denke mal, so macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Oh nein, schaut euch das mal an. Was ist denn da gespawnt? Einfach ein pinkes Babyschaf. Das ist super selten. Warum muss ich so viel Glück haben? Ah, ich glaube, ich könnte das jetzt zähmen oder ich glaube... Ah. Nee, ich töte es einfach mit einem Diamantschwert. Das ist viel zu selten. Warum soll ich das noch am Leben lassen? Boah, ich glaube, irgendwie kann ich zu viel sehen in Minecraft. Ich sollte meine Render Distance auf jeden Fall runterstellen. Ich mache mal auf 2. Ja, so ist deutlich besser. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man so gar nichts sehen kann. Boah, ich habe einfach mal 700 FPS in Minecraft. Das ist doch viel zu flüssig. Ich glaube, ich sollte meine FPS limitieren. Machen wir mal in 10 FPS, 5 FPS. Oh ja, endlich habe ich eine Dia-Show. So macht Minecraft doch viel mehr Spaß. Ey, es fühlt sich an, als würde ich ein Fotobuch anschauen. Ich glaube, selbst eine Dia-Show ist flüssiger. Ich finde, Minecraft mit einem Shader sieht auf jeden Fall viel zu schön aus. Ich denke, ohne Shader, so unrealistisch, ist Minecraft viel, viel besser. Nicht, dass Minecraft noch zu schön aussieht. Das wäre ja echt super nervig. Dieses Villager-Dorf sieht ja schon echt gut aus, aber irgendwie sehe ich viel zu viel. Hm, ich glaube, ich sollte mal mein Field of View, also meine Sichtweite, verändern auf, ja, 30. Boah, so ist gut, so ist gut. So bekommen wir fast gar nichts vom Spiel mit und es ist viel zu weit rangezoomt. Denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Sichtweise. Hm, das Video von Pat liken? Ach, das ist doch gar keine gute Idee. Das mache ich doch immer, oder? Also, falls ihr es noch nicht getan habt, liken und abonnieren nicht vergessen. So, genug Minecraft gespielt. Ich würde sagen, jetzt gebe ich dem Mojang-Team einfach mal ein bisschen Feedback. Wir können ja hier dem Team schreiben, was ich am Spiel gut finde. Das werden die sich bestimmt durchlesen und die werden bestimmt was verändern, wenn ich denen so Feedback gebe. Vielleicht finde ich ja irgendwo im Villager-Dorf einen Schmied und könnte mir da so ein bisschen Werkzeug holen. Aber ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, heute werde ich einfach mal alles mit der Faust abbauen. Es ist, glaube ich, viel besser. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir sind deutlich schneller, als wenn wir jetzt Werkzeug suchen. Deshalb fange ich jetzt schon mal an, Stein mit der Hand abzubauen. Komm, let's go. Oh, wenn ich den Sprung nicht schaffe, dann ist mein ganzer Fortschritt von den letzten 5 Stunden weg. Wir sehen, ich habe ein komplettes Inventar mit Diamanten. So, ich würde sagen, ich versuche es mal aus und... Oh, Gott sei Dank, ey. Ah, ich bin gestorben. Geil. Jetzt sind meine ganzen Diamanten weg. Ey, so nice. Endlich habe ich meine letzten 50 Stunden umsonst gespielt. Na, dann schauen wir mal nach, ob wir hier irgendwie noch Kisten finden im Villager-Dorf. Und da ist sogar eine und... Oh, was ist denn das? Ah, da ist ja viel zu Gutes drin in der Kiste. Ich würde sagen, 2 Items nehme ich mit, aber den Rest lasse ich hier drin. Für den Fall, dass die Villager noch was brauchen. Oder falls ein anderer Spieler kommt, dann kann er sich die Items rausnehmen. Nicht, dass ich alles mitnehme. Boah, ne, dann habe ich ja viel zu gute Sachen. Ne, das lassen wir drin. Oh, schaut euch das mal an. Das ist eine Pyramide. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal in diese Pyramide herein. Und ich habe gehört, dass hier unten was Besonderes sein soll. Und, hä? Was? In der Mitte ist eine Falle? Das wusste ich ja gar nicht. Es geht alles in die Luft. Ey, diese Falle in der Pyramide, das wusste ich ja gar nicht. Hä? Wo soll man das denn wissen? Schaut euch das mal an, eine Dschungelpyramide. Ich würde sagen, wir schauen mal nach, ob wir hier irgendwas Wertvolles finden. Es gibt ja so einen Gang nach unten. Okay, okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter und gucken, ob wir hier irgendwas Krasses finden. Und, boah, Alter, hier ist eine Falle. Ey, die war ja, oh mein Gott, wie stark ist denn diese Falle? Ich bin ja fast tot. Nicht, dass ich da nochmal reinfliege. Leute, diese Falle ist zu krass, wirklich. Ich sag euch ganz ehrlich. Hm, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn ich einfach unter Wasser bleibe und keine Luft mehr bekomme. Hey, ich hab das Gefühl, das Spiel spinnt irgendwie herum. Meine Kamera wackelt so komisch die ganze Zeit. Ich glaube, ich sollte dem Mojang-Team doch nochmal Feedback geben. Also, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Warum einfach, weil das Spiel so spinnt unter Wasser. Hey, ich bin gestorben? Man kann unter Wasser
Wasser sterben? Wie soll das denn gehen? So, und jetzt vollende ich mal mein Haus, würde ich sagen. Und das ist es. Ich war die letzten 3 Stunden damit beschäftigt. Und vielleicht ist es eine super gute Idee, das ganze Haus jetzt einfach mal sofort in die Luft zu jagen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Idee. So, zack, zack, zack. Ich hoffe nur, dass nichts übrig bleibt von Haus. Das wäre richtig schlecht. Und wir sehen, da geht auf jeden Fall einiges kaputt, aber... Och man, da ist ja was übrig geblieben. Das ist ja voll nervig. Jetzt muss ich ja noch mehr TNT platzieren. Ich denke, es ist eine sehr gute Idee, dem Eisengolem einen Schlag zu geben und... Hey, warum schlägt er mich denn? Alter, der übertreibt doch immer sofort. Oh, ich hoffe, dass die Leute nicht denken, dass ich die betrügen will. Ich suche nämlich 2 Blöcke Erde und biete dafür eine komplette Kiste voll mit Diamanten. Ich habe echt Angst, dass die Leute denken, ich will die betrügen, weil das Angebot so unglaublich unfair ist. Vielleicht sollte ich echt noch eine 2. Kiste Diamanten dazu packen, damit es fair ist. So, es wird an der Zeit, eine Mine zu suchen, aber ich glaube, ich sollte auf keinen Fall sprinten. Ich denke mal, sneaken und einfach gehen, das ist deutlich besser. Nicht, dass wir zu schnell am Ziel ankommen, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Alter, schaut euch das mal an. Hier ist ein Holzschwert, ein ganz normales Holzschwert und hier ist ein Diamantschwert mit Sharpness 5, also Schärfe 5, kostenlos. Ich kann mir 1 davon aussuchen. Ich glaube, das Diamantschwert mit Schärfe 5 lasse ich zurück. Und ich nehme das Holzschwert. Das ist sehr, sehr gut. Ich meine, reicht ja aus zum Kämpfen. Ich glaube, das müsste hier der höchste Berg sein, an dem man runterfallen kann. Wie cool wäre das jetzt, wenn mich einfach einer runterschubsen würde? Ah, wisst ihr was? Ich springe einfach so runter. Ist auch egal. Und... Ah, endlich, ey. Es hat ja aber auch lange gedauert. Oh Gott, schaut euch mal an, wie wenig Wasser noch im Meer ist. Ich glaube, ich packe hier alles Wasser rein, was ich noch so finden kann. So... Und hier auch nochmal, ich bin noch 9 Wassereimer am Start. Ah, oh, ich glaube, ich suche nochmal eine andere Wasserquelle. Nicht, dass gleich das Meer leer geht. Oh, das sind ja Bienen. Ich glaube, ich sollte die Bienen mal schlagen. Hoffentlich verfolgen die mich jetzt alle. Ah, die sind richtig sauer auf mich. Ey, könnt ihr auch ein bisschen fester zustechen? Es wäre richtig cool, wenn die mich auch vergiften könnten. Ey, Bienen, tötet mich doch endlich. Ey, warum greifen die mich nicht an? Uiuiuiui. Hier sind richtig wenig Birkenbäume. Ich glaube, ich sollte nochmal ein paar nachpflanzen. Ich meine, so wenig Birkenbäume, wie hier sind, sind bestimmt schon fast alle weg. Ich meine, boah, guckt euch das mal an. Hier sind so wenige. Nicht, dass die gleich alle weg sind. Oh Gott. Ich denke mal, es ist eine super gute Idee, hier einfach nochmal ein paar Birkenbäume nachzupflanzen. Hä, was ist das denn für ein Schild da vorne? Bitte Haus anzünden. Ah, warte mal, das heißt, ich könnte jetzt richtig Spaß haben, indem ich das Haus anzünde. Ah, wisst ihr was? Nee, lassen wir mal lieber, als ob ich jetzt das Haus von jemandem anzünde. Das wäre ja viel zu spaßig. Nee, das mache ich nicht. Och, endlich ist es soweit. Regen in Minecraft. Wenn es jetzt noch anfängt zu gewittern, dann ist wirklich perfekt. Ah, da fängt ja schon an zu gewittern. Leute, es gibt doch nichts Besseres in Minecraft. Ah, im Nether sind wir angekommen. Und schaut euch das an. Da sind ja diese Pigments. Ah, aber die greifen mich ja gar nicht alle an. Hallo. Ich schieße die jetzt einfach nochmal ab. Sicher ist sicher. Na, endlich sind sie mich am Angreifen. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Boah, ich habe gar keine Lust, darüber zu schwimmen. Und ich könnte jetzt aussuchen, ob ich das Boot nehme oder schwimme. Ach, wisst ihr was? Nee, ich glaube, ich schwimme lieber. Nicht, dass das Boot irgendwie ein Leck hat oder so und ich am Ende untergehe. Oder dass es eine Falle ist. Kann ja alles sein. Ah, hier ist es also. Das Endportal. Also, wir halten fest. Ich habe keine Ausrüstung. Ich habe kein Schwert. Ich habe gar nichts. Ich glaube, es ist an der Zeit, endlich gegen den Enderdrachen zu kämpfen. Let's go. Boah, so langsam bekomme ich richtig Hunger in Minecraft. Ich habe jetzt zur Auswahl, verrottetes Fleisch oder gebratenes Fleisch zu nehmen. Ich glaube, ich entscheide mich für das verrottete Fleisch. Dann habe ich wenigstens noch so einen schönen Effekt. Oh, ja, da ist er. Endlich habe ich Hunger. Ich liebe es, Hunger zu haben in Minecraft. Heute wird es mal wieder an der Zeit, ein bisschen Unkraut zu zupfen. Das ist meine Lieblingsaufgabe in Minecraft. Ich meine, wenn ich es nicht mache, dann macht es ja sowieso keiner. Hm, ich habe jetzt hier eine Höhle, die unter Wasser ist. Oder ich habe die Höhle, die hier einfach in der Mine ist. Ich glaube, ich nehme die Höhle unter Wasser, damit ich immer wieder fast sterbe. Ich glaube, es ist eine mega gute Idee, ohne Ausrüstung gegen den Warden zu kämpfen. Komm her! Ja, okay, mein Spiel hat geleckt. Hä, wie cool ist das denn? Wir haben einfach mal Diamantblöcke in der Mine gefunden. Aber ich glaube, ich lasse sie hier liegen. Nicht, dass sie hier jemand vergessen hat oder sucht und ich die am Ende klaue. Nee, ich lasse die hier liegen. Das wäre richtig gemein der Person gegenüber. Ey, ich finde es richtig cool, dass man das Portal hier im Ancient City nicht anzünden kann. Ey, das wäre auch wieder viel zu cool, wenn es eine neue Dimension in Minecraft geben würde. Hm, ich könnte jetzt dieses rohe Fleisch einfach sofort essen oder ich könnte es im Ofen durchschmelzen lassen, damit es ein bisschen mehr Hunger gibt. Aber ne, ich esse es lieber roh. Wenn ich in die Mine gehe, habe ich immer so gut wie alle Musikdiscs am Start.
Ich meine, man weiß ja nie, kann ja sein, dass man spontan Musik hören möchte. Hä? Ich kann ja gar nicht verstehen, warum ein Holzhaus, welches ich neben Lava baue, einfach mal anfängt sofort zu brennen. Wie soll ich denn ein Haus bauen, wenn es sofort anfängt zu brennen? Was ist das denn für ein Spielfehler? Oh, schaut euch das mal an, da ist eine super dunkle Höhle. Ich glaube, ich schmeiß erstmal meine Fackeln weg. Wäre ja viel zu langweilig, wenn ich alles sehen kann. Hoffentlich lassen meine Zuschauer keinen Daumen nach oben da. Spaß beiseite, ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und Abo nicht vergessen. Bis dann, ciao.